This is a true love. This is a true love. Man, yeah, this is a true love. Hey, yo, this is a true love. Hi Leute, in dem Video geht's ums angstfreie Leben. Und zwar, wenn du deinen Körper langsam reinigst, deine Emotionen langsam reinigst, die Dinge annimmst, bearbeitest und verarbeitest, ist es so, dass du am Ende, das heißt am Ende, es gibt kein Ende, es geht dann immer weiter, dann kommen nächste Sachen. Aber du kommst wieder zu einem komplett angstfreien Leben. Das Leben ist nicht dazu vorgesehen, dass man Ängste hat. Ich verspreche dir, wenn du diesen Weg gehst, am Ende, du musst dich all deinen Ängsten stellen, und zwar die tiefsten Ängste, und da kommt einiges hoch. Und viele werden vielleicht nicht glauben, was für Leichen sie da im Keller haben, aber da kommt alles hoch. Also bei mir kam schon so viel hoch, und es ist nicht leicht, da durchzugehen. Und ich kenne wenige Leute, ich kenne einen im richtigen Leben, zwei, drei aus Büchern, die wirklich den Weg so weit gegangen sind, dass sie komplett angstfrei sind. Walter Schau beschreibt es zum Beispiel, lest euch das Buch Paradieskost mal durch, und da ist keine Angst mehr. Wenn man sich gereinigt hat, seinen Körper, seinen Tempel sauber hält, wenn man seinen Geist geklärt und geschärft hat und zur Einsicht gekommen ist und der Körper dementsprechend gereinigt ist, sind keine Ängste mehr da. Und damit meine ich wirklich keine Ängste mehr da ist. Das ist völlig frei. Und das ist auch das, wo ich merke, dass es hingeht. Also es ist so eindeutig, ihr werdet es so schnell merken. Also ich habe es bei mir selbst gemerkt. Ich war früher sowas von verunsichert, verschüchtert in der Schule. Ich habe mich nicht getraut zu melden. Ich hab mich nicht getraut, Leute mal nach der Uhrzeit zu fragen. Es war für mich eine totale Überwindung, irgendwo mal eine Frage zu stellen, nach dem Weg zu fragen, die Leute in die Augen zu schauen, wenn ich auf der Straße vorbeilaufe. All solche Dinge, das ging früher nicht. Und ich bin aber Schritt für Schritt immer aus meiner Komfortzone raus. Habe mich mal ab und zu dann getraut, in der Klasse zu melden. Und Videos machen für mich früher wäre undenkbar gewesen. So. Und ich habe mich halt Schritt für Schritt so aus dieser Komfortzone raus entwickelt. Und jetzt geht's an tiefere Ängste dann immer mehr. Da kommen Emotionen hoch, da kommen Urängste hoch, da kommen... Ihr müsst euch mit allem konfrontieren, und das ist nicht leicht. Und deswegen, ich kenne auch kaum jemanden, der irgendwie Rohkost zum Beispiel komplett durchzieht über einen längeren Zeitraum, 100% und dann mit Fasten und so weiter dabei bleibt. Also ich weiß, Arnold Ehret, Walter Schaube, schaut euch die Bücher an, Galina Shatalova, ja... Weil der Schaube geht eben explizit so auf diese Ängste ein. Und ich sag euch, da kommt viel hoch und es wird euch sowas von konfrontieren. Und die meisten sind einfach nicht bereit dazu, sich diesen Ängsten zu stellen. Und ja, schaut euch einen Kanal von Henry Lope heißt er, glaube ich. Oder Lob heißt, hat das mittlerweile umbenannt auf YouTube, beziehungsweise in Facebook, glaube ich, Henry V. Lope, also ein V einzeln und dann am Ende Lob. Und er hat sich zum Beispiel sehr weit gereinigt. Aber ansonsten, heutzutage eben, Walter Schaube kenne ich noch, damals ältere Rohkostliteratur ist eben noch zu empfehlen. Aber ansonsten heutzutage, die meisten können sich nicht vorstellen, was für Leichen da im Keller sind, emotional, körperlich, gifttechnisch. Arnold Ehret hat damals 3 Jahre, also 1910, 11, hat er 3 Jahre gebraucht. Schleimfreie Heilkost, Übergangskost, 3 Jahre lang hat er gebraucht, seinen Körper richtig zu reinigen mit Fastenperioden. Der hat 128 Tage im Jahr gefastet, glaube ich. Einmal 40 oder 49 Tage am Stück mit Wasser. Und ich kenne keinen, der das heutzutage gemacht hat. Und nach Ehret, ab 1900, da kamen eigentlich die krassen Vergiftungen rein, was die Ernährung anbelangt noch,
was die Emotionen anbelangt. Nach dem Weltkrieg, die Leute haben ja nur noch Industriekost gegessen, nur noch Fleisch, hochverarbeitet und Unmengen. Und man sieht ja auch, wie die Krankheiten angestiegen sind. Früher Diabetes, das war eine Altersdiabetes. Heutzutage haben Kinder Diabetes, Typ 2. Und daran sieht man ja, wie diese Krankheiten bei Kindern ansteigen. Allergien, alles Mögliche. Und es gibt heutzutage wirklich so wenig Leute, die es geschafft haben, sich wirklich diesen Emotionen zu stellen, die da wirklich hochkommen. Und es kann hart sein, was da durch die Ernährung hochkommt, wenn man seinen Körper reinigt, durch das Fasten. Ja. Ja, ich hoffe, ihr versucht es eben trotzdem, bleibt auf diesem Weg und es lohnt sich, weil danach ist es einfach die Erfüllung. Ich verspreche es euch, es gibt keine Ängste mehr. Du kannst alles raushauen, du kannst alles sagen, du kannst alles machen, es sind einfach keine Ängste mehr da. Man kümmert sich um die Dinge, man macht sich keine Sorgen mehr. Sorgen machen ergibt dann überhaupt keinen Sinn mehr. Entweder man verlässt eine Situation, man verändert sie oder man akzeptiert sie, aber man wird nicht jammern. Umso mehr jemand jammert, umso weniger hat er begriffen. Hat Rüdiger Dahlkemann zum Beispiel in seinem Buch geschrieben, Lebensprinzipien oder die Spielregeln des Lebens. Darin hat er es geschrieben. Umso mehr jemand jammert, umso weniger hat er begriffen. Und es ist wirklich so, es gibt keinen Grund mehr zum Jammern. Es gibt keine Angst mehr. Man ist in der Situation, verlässt sie, wenn nicht, ändert man sie auch vorm Tod. Man erkennt, wie die Welle, die leidet nur, die Welle leidet, weil sie denkt, hey, sie trifft da vorne auf eine Klippe und ist dann tot. Aber wenn die Welle erkennt, dass sie Wasser ist, und das kann sie in jedem Moment erkennen, das kann sie auch noch als Welle erkennen, nicht erst, wenn sie da an dem Felsen zerschellt. Und dann bist du frei in dem Moment. Dann bist du unabhängig. Dann merkst du, ich bin Wasser, ich war Wasser, ich werde Wasser sein. Eine Welle hat einen Anfang und ein Ende. Und ist trotzdem immer Wasser. Und so ist es mit unserem Bewusstsein. Wir bilden ein individuelles Bewusstsein, wenn wir in dieses Leben treten. Aber wenn wir erkennen, dass wir Wasser sind, dann hast du in diesem Leben Freiheit, Angstfreiheit. Und diesen Zustand gilt es aufrecht zu erhalten und dadurch den Körper alles zu reinigen. Und das schafft man eben mit frischer Luft, Bewegung, Meditation, Ernährung, Rohkost, eben Fasten. Und es dauert jahrelang. Viele können sich vielleicht nicht vorstellen, oh, wie lange muss man denn noch entgiften? Arnold Ehret, wie gesagt, hat 3 Jahre gebraucht, 1900. Und er hat es richtig extrem gemacht. Er hat, wie gesagt, 128 Tage gefastet in einem Jahr. Also könnt ihr mal rechnen, heutzutage macht man 5 bis 10 Jahre Rohkost, reine Rohkost und Fastenphasen und Erholung und Ruhe. Nicht in einem Arbeitsstress. Dann kommt vielleicht was raus und dann werdet ihr vielleicht auch dahin kommen, dass es komplett angstfrei wird, das Leben, so wie es Walter Schaube eben wieder beschreibt. Ansonsten macht's gut, Leute. Ciao.